Südsibirien, etwa 1000 Kilometer östlich von Nowosibirsk. Während der Cowboy seine Rinder zusammentreibt, um sie zum nächsten Weideplatz zu führen, arbeitet gleich nebenan auf dem 4,5 Kilometer langen Feld eine Vorserienmaschine der neuen Großflächenbestellkombination von Lemken. Hinter dem Säwagen Jantar 12 ist die 12 Meter breite Heliodor-Kurzscheibenegge samt Säschiene so aufgesattelt, dass das Gespann am Vorgewende bequem und auf recht engem Raum in einem Zug wenden kann. Der 12 Kubikmeter große Behälter der Jantar ist dreigeteilt. Die einzelnen Abteile können mit Dünger oder Saatgut befüllt werden. Bei unserem Einsatz wurde das Saatgut über die angebaute und schwenkbare Schnecke in den hinteren 5200 Liter großen Tank eingefüllt. Der Dünger wurde mit Big Bags auf die beiden vorderen Tanks mit 2800 und 4200 Litern Inhalt verteilt. Die drei Dosierorgane sind miteinander verbunden und werden gemeinsam abgedreht. Die von den Scheiben bearbeitete Fläche wird von einer Trapezscheibenwalzerück verfestigt. Danach folgen die Düngerschare, die am Rahmen der Heliodor mit 30 cm Reihenabstand angelenkt sind. Das Saatgut wird über die Druckrollen geführten Doppelscheibenschare mit 15 cm Reihenabstand abgelegt. Immer wieder kommt es auf den riesigen Feldern zu tiefen Gräben durch Erosion, die hier einfach durchfahren werden. Genau der richtige harte Einsatz zur Erprobung einer Vorserienmaschine. Irgendwann wird dem Fahrer der Erosionsgraben wohl doch zu tief. Und er passiert ihn an einer etwas flacheren Stelle. Die Dimension des Grabens ist mit bis zu 2 Meter Tiefe aber auch nicht ohne. Zur Klappung der Heliodor werden mit Handsteuerventilen die Marköre eingeschwenkt, dann die Säschiene eingeklappt und nach vorne abgelegt und schließlich die Außensegmente der Heliodor senkrecht geklappt. Für unsere Regionen ist die Transportbreite von 4,50 Meter allerdings noch zu groß.